Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ghost Recon Wildlands. Mit dabei ist heute der Enno. Hallo. Die Nabucca. Guten Tag. Und Reaper. Hallo. Ich mach das, ich fliege. Wie einfach mal der Heli komplett merkwürdige Temperaturangaben hat. Hinter uns. Wieso? Naja, wenn er die ganze Zeit steht, sollte er eigentlich nicht so warm sein. Das boah, kommt doch ja, an, ne? Ja, besteht schon aus Metall, du weißt, das nimmt die Wärme ganz gut auf. Also, ja, wenn ich mir den angucke, da wo die Treibstoffleitungen sind, ist warm. Doch bewaldet das Gebiet hier. Bleib mal hier hinten hinter den Hütten. Mhm. Oh. Oh. Alle aussteigen. Und top. Unidad hier, die scheint aber noch weit entfernt. Ja, ich versuch's noch rauszufinden. Ist gar nicht so weit. Oh, hier ist noch ein Helikopter. Sind nur zwei Häuser weiter quasi. Hier ist so eine. Also Wanba guckt schon auf das Gebäude. Ah, okay, dann ist das Sicht. Okay. Dann ist das so ein eingezäuntes Gelände, genau. Okay. Nämlich unten im Gebäude. Ich vermute wie immer oben. Erster Stock. Sauber. Keine Feinde in der Gegend, ich rück einmal zu euch vor. Oh, ich höre jemanden reden. Sind wir blind? Eigentlich. So, denke ich mal. Oder im Außenbereich. Ja, ich guck den gerade ab. Ach, hier draußen, ich hab ihn. Hm? Genau da. Kommt du geflogen. Oh Mann. Ach, ich hab ihn hüpft. So, da steht ein Hubschrauber. Ja, den sollten wir nehmen. Das wird interessant. Isa. Was ist denn unser Auftrag, Chefchen? Also. Oh, wir waren unsere. Ja. Die Hohepriesterin. Tango getroffen. Du kommst dann doch. Einmal schnell einsteigen und los. Ben. Alle an Bord? Ja. Jo. Jo. Schnell bevor er schießt. Ja. Nach vorne links so ein bisschen. Sieht gut aus. Nächste große Startstützpunkt, was auch immer. Ich glaube, ich habe schon... Da, wo das Kreuz da ist. Negativ ja, davor. Hier vor uns, direkt mit den ganzen Häusern. Oh. Also, El-Suenyu möchte gerne, die Hohepriesterin, unsere Lasagne, möchte er gerne öffentlich hinrichten und das sollen wir verhindern und sie befreien. Oh Gott. Ist da ein Zeitfenster? Um ihn schlecht dar- noch nicht. Dann befreien. Also, das Gebäude ist das große, was jetzt unter uns ist. Da soll sie festgehalten werden. Diese Lagerhalle. Das heißt, wenn wir auf dem das Plateau hier jetzt so schräg rechts hinter uns, das Plateau dürfte schön sein. Ich sehe, dass da Stürke wird. Ja. Aber das ist relativ leicht zu erreichen. Kriegst du das von hier oben rüber? Weiter drehen. Und stopp. So. Strom ist aus. Die Stadt ist im Dunkeln.
Dann einmal hier landen. Versuch's. Sehe noch ein Radarstückgerät. Positiv, das unter uns direkt. Wo befinden sich noch Gegner? Das ja, das sind direkt zwei, aber das Radarstückgerät ist leicht zu erreichen. Ich könnte meine Sprengdrohne einsetzen, wobei das dürfte Aufmerksamkeit erregen. Das ist zu laut. Ich kann da relativ... Schalt die zwei aus und geh runter. Okay. Okay. Die Drohne funktioniert nicht, wir werden gestört. Moment. Zwei weitere Tangos links an der Felswand. Links von der Halle. Ich bin. Genau. Du den? Und den anderen, genau. Ich sehe den anderen gerade nicht. Hinter der Barrikade etwas weiter. So, zweites Radarstückgerät ist aus. Okay, warte, dann nehme ich die Drohne. Okay. Genau. Da kriegt hier einer zwischen den Bäumen rum. Habe ihn gerade gesehen. Ich suche mir gerade jetzt erstmal wieder eine erhöhte Stelle. Kann die drei ausgeschalten werden? Ja. Der Tango ist hin. Okay, sehe das Ziel. Da ist sie. Wie ist es okay, mit der 2? Bei der 1. Bei der 1 die Frau im Gefängnis, das ist unser Ziel. Die. Was? Die 2? Die 1? Mhm, die 2. Die 2 kann ausgeschaltet werden. Okay, ist ausgeschalten. Ist bei der 1 irgendjemand? Nein, warte, da war doch einer. Verdammt. Ja. Ein Drecksack weniger. Okay, jetzt sind leider nervös geworden. Wie verhalten wir uns, sobald sie aufgeschreckt sind? Oh. Ich versuche alle zu markieren, aber Feuer ist frei. Ich hab die alte. Oh. Das ist, glaube ich, ein bisschen verfrüht gewesen. Ich musste die 1 gerade erledigen, die ist direkt auf mich zugelaufen. Achtung, da kommen immer mehr. Von welcher Richtung? Wir haben mir die alte in der Hand erschossen. Prima. Das. Also erst alles säubern und dann raus. Jetzt sind es garantiert vor der Siedlung ab. Als nächstes erstmal klären und dann. Ja, wo sind wir denn? Okay, wo sind wir? Gott. Auf der ganz anderen Seite. Na, wunderbar. Ja, wir rennen einmal in die Richtung, wo Wanwa schon unterwegs ist. Hier? Ja, ich sehe die Stadt. Nein, das war der falsche Weg. Weiter nach rechts. Ja, ihr müsstet bald ein leuchtendes Kreuz sehen. Oder große Reaper-Statuen. Du bist doch theoretisch. Nee, Moment. Warte. Ja, du. Okay. Das nee. Ist fast richtig, Bonva, aber wir gehen dann links hoch wieder auf das Plateau. Ich denke, das war eigentlich ein ganz guter Einstiegspunkt. Wir rennen einmal um das Dings rum. Wir müssten doch eigentlich auch wieder hier an dem Generator vorbeikommen, oder? Theoretisch. Ich bin hier bei einem Stromgenerator. Wenn du kannst, schalt ihn aus, wenn da niemand ist. Also hier ist... Ja, hier ist keiner. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gleiche Position ist wie vorher. Die Drohne funktioniert nicht, wir werden gestört. Es ist einer rechts in so einem kleinen Dings drin gewesen. Also der Strom ist weg. Ja, hier wird alles dunkel. Okay. So, dann haben wir noch einen anderen Störgenerator hinten, der autark läuft. Oh.
Ich glaube, ich bin aber mitten in einer Basis. Ja, wenn du links rum bist, also bist du oben auf dem Plateau? Nee, leider nicht. Ansonsten kannst du links rum, da sieht es so aus, als ob man da irgendwie ein bisschen hochkommt. Achtung, Uni, der Teli. Ja, die kommen, nähern sich meiner Position, ist das Problem. Weil Reaper schafft es quasi genau da zurückzugehen, also hinter dir und da das Plateau hochzukommen. Ich benötige ja eigentlich Unterstützung. Hier sind 4-5 Gegner direkt in meiner Nähe. Wo bist du genau? Das Warte. Kann ich nicht sagen, ich bin bei so einem Lager. Wasserturm ist da. Das ist der Alarm. Scheiß Drohne funktioniert nicht, sie wird gestört. Die sind jetzt alle beim Generator. Da ist Tango getötet. Ah, ich sehe dich, ich bin auf der anderen Seite. Kannst du aufstehen ohne Gefahr? Ah, ich glaube, ich sehe dich. Och, ja. Reaper, kannst du die 1 ausschalten? Negativ, noch nicht. Ich könnte die 1 ausschalten. Wenn du kannst, dann mach ich alles hin. Okay. Achtung, die Leute beim Sprunggenerator sind aufmerksam geworden und haben auf den. Sind auf den Scharfschützen, glaube ich, aufmerksam geworden. Auf mich. Nur ich weiß nicht, wo sie stehen, ich sehe sie nicht. Ich wurde gesehen aus dem Haus raus. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch gut geht. Die werden natürlich versuchen, sie jetzt zu erschießen. Die Person im Gebäude ist erledigt. Sehr gut. Ah. Ja. Beim Turm hin und Turm. Hier oben auf dem Plateau befinden sich Leute. Ja, ich stehe unter Beschuss. Mal kurz Wärmebild an, um zu sehen, wo. Am Störgerät. Oh. Hier sind noch Scharfschützen. Hier gerade kein Gegner. Unter dem Scharfschützenturm. Ein Sniper ist weg. Da kommen noch mehr angerannt. Positiv, habe ich sie über die Straße. Au, ja. Wow. Der Tango ist hin. Sehr gut. Da schießt aber da noch kommt einer auf mich. Die sehe ich nicht. Ich nehme eine erhöhte Position ein. Ich glaube, unser Scharfschütze ist gerade down gegangen. Ja. Ah, der muss in meiner Nähe sein, aber... Die Gegner sind... Er war bei einem zwischen Turm und Störgerät. Störgerät, ich versuch's einfach mal. Ah, ich kann's nicht. Okay. Ich muss das manuell versuchen. Okay. Ich höre seinen Herzschlag, Enno, ich sehe ihn. Wir kommen beide runter, denke ich, und geben Unterstützung. Oh Gott, du schaffst das. Und ihr aktiviert den Störsender, okay. Ja, auf der anderen Seite müsste der Störsender sein, aber da wir jetzt aufgeflogen sind. Aber nee, es hat bisher noch alles gut down. Geklappt. Nein, es sind zwei. Es gibt den hier und noch einen. Hat diesen Nachschub, wollte ich. Okay, einmal Position durchgeben. Seid ihr das unten auf der Straße? Ich bin ja, in diesem doppelstöckigen Gebäude. Ist auch ein Orden. Ich bin direkt hinter Enno. Hier ist ein Orden, falls ja, okay. Ich gerade gesehen. Wir gehen. Ich gehe kurz rein. In den Orden. Hier ist auch Muni. Nein, da steigst du nicht ein. Da ist eine Alarmanlage drin. Habe ich auch nicht vor. Wo war jetzt der? Wahrscheinlich ganz oben. Ja. Oben wieder. Ja, hier, bei der Büste. Darf ich vielleicht erstmal rein? Danke. Erst rauslassen, wie beim Fahrstuhl. Hab den Alarm ausgeschaltet. So die Alarmanlage nicht auslösen können. So, ich hock mich mal hier hinter dem Baum. Mhm. Damit ihr wisst, wo ich bin. Ja, wo? Ach ja, die Drohne ist ja immer noch gestört. Aber... Ach, dort. Okay. Ja, ich geh mal kurz zu dem Ding hin. Ich weiß ja, wo er war.
Ich sehe ich jetzt erstmal niemanden gesehen. Das dann Santa rücken wir zusammen über die Straße vor. Achtung, da sind in auf der Frontseite der Santa Maria Kirche Tangos. Glaube ich. Ich habe meine ich doch gerade wie ihn gesehen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ah, nee. Ich schau mal kurz Wärme. Ich glaube, ich habe die mit den Kerzen verwechselt. Nein, da steht wirklich einer. Okay. Ich habe ihn markiert. Ich gehe mal durch dieses Holzgebäude hier links. Vielleicht habe ich da eine geschütztere Position. Ich sehe die ganz alleine. Ich sehe die Frau, die ist in dem Käfig. Ich glaube, die eins ist alleine. Funktioniert. Okay. Eins ist ausgeschaltet. Okay. Dann begebe ich mich jetzt zur Lasagne. Sehr gut. Wir haben alles getan, um sie herzubringen. Eine Schande, sie jetzt zu retten. Da hast du recht. Okay, da ist die Lasagne. Hallo? Lass mich gehen, Reges Immundos. Oder ich lasse Santa Muertes Zorn über du lispelst ein bisschen. Die Flüsse werden rot von eurem Blut und dem eurer Zecke. Familien. Oh, ganz schön hart, Lady. Wo werden wir gesehen? Ich werde gesehen. Ich begebe mich in die Kirche. Direkt am Geschütz. Hab ihn. Funk. Ja, ich hab mich mal in die Kirche begeben zum Schutz. Ja. Ja. Ich deck den Hintereingang. Lüber, wo bist du? Hier war gerade noch einer. Straße. Die Frau in ihrem Priestergewand ist ein bisschen zickig hier. Haben wir ihn nicht irgendwo? Moment. Ich glaube, der müssen wir katholische Manieren beibringen. Down. Wir müssen sie wegbringen, also. Ja, dann da. Brauche ich Feuerschutz, aber. Oder ein Fahrzeug hier. Bleib erstmal in der Kirche. Ja, ich bin. Na, wo ich sind bei der Kirche. Ja, wir sichern und du bleibst in der Kirche. Okay. Es gibt nur den einen Eingang, oder? Nee, es gibt mehrere Eingänge. Ich dachte, das war ein Gegner im Fahrzeug. Gegner! Ja, ja, ist klar. Ich höre ein Ankommen mit dem Auto, also. So, hier Fahrzeug sind noch da, Lebensmittel. Okay, rauskommen. Ja, ich markiere die schon. Okay. Geh ins Auto mit dir. So, du kommst auf den Fahrersitz. Den Beifahrersitz natürlich. Liebe Dame. Von hinten. Der Tango ist hin. War Gegner ausgeschaltet? Sag bloß, du hast eine andere Lady jetzt vorne. Das sind vier Sitze? Ich glaube mit Kofferraum, ja. Wo ist der letzte? Einer fehlt noch. Ich weiß, ich bin an der Felsklippe, habe gerade noch nach Tangos Ausschau gehalten. Zum Glück waren noch ein paar Bewaffnete. Hm. Moment. Passt du noch ins Auto? Nicht in den Kofferraum, aber ich kann mich. Und, nee, oh. Sorry. Nee. Nee. Kannst du den in den Kofferraum stopfen? Nee, anscheinend nicht. Wenn ich nicht mehr rein kann, dann will ich das auch nicht zuguten. Was hat die denn für ein Gemüse auf dem Kopf? Rote Beete. ja, sonst nee, fahr uns hinterher. Ich hab fort einfach. Da ist doch ein Sportwagen, mit dem kannst du auch hinterher fahren. Sorg dich um deine Nachkommen. Ja. Santa Muerte hat dich verlassen, Brucher. Dann fahr schon mal vor, ich habe ja ein bisschen mehr PS mit dem guten Stück. Der Glaube folgt seinen eigenen Regeln. Es dann ciegos, wenn ihr zu Glauben zu verstehen. Oh, oh. Oh Gott. Ja, gib vor allen Dingen Gas, da unten kommen dir ein paar gefährliche Fahrzeuge entgegen. Mhm. Eigentlich die andere Richtung, aber wir können auch hier lang erstmal. Wo genau lang, wenn ich unten bin? Rechts. Du kannst uns hinterherfahren, dann fährst du rechts rum, das passt. Hier vorne nach links. Ihr glaubt, dass Waffen euch Macht über den Tod geben. Aber also du weiter noch über Santa Muerte. Okay. Und der Tod soll nicht herrschen. Versuch uns beiden gleichzeitig okay. zugeben. Ja, ich schließe langsam auf euch auf. So, Enno nach links. Enno links. Ich übernehme Enno und mach du den Rest. Okay. Okay. Wir fahren folgen weiter der Straße. Ich habe Kräfte, die ihr noch nie gesehen habt. Wir wollen nur dein Leben retten. Oh, diese Kräfte können wir gemeinsam freisetzen, wenn du willst. Einfach auf der Straße bleiben, Enno. Ja. Der Sportwagen hat doch ordentlich Leistung.
immer noch auf der Straße bleiben. Ja, und dann die Bodenwelle. Wow, scharf Kurve. Hier nach links. Hier ist kein Links. Ich sehe es, glaube ich, in der Entfernung. Mhm. Doch, ach doch, da. Da ist links, Feldweg. Ja. Okay, dann sehe ich euch jetzt. Wieder nach links. Sammelpunkt voraus. Nein! Nein! Und nochmal nach links. Warum hast du Entschuldigung. Mich verlassen? Weil du eine dreckige Lügnerin bist. Statt Santa Muerte zu verehren, wolltest du sie ausnutzen. Santa Muerte ist jetzt wohl auf unserer Seite, Bitch. Nein. Gott und Santa Muerte stellen meinen Glauben auf die Probe. So wie Gold durch Feuer geprüft und gereinigt wird. Hui! Wenn hey! Ist, dann fühle mich zu dem froh, dass der Sturm auf gute Carbonbremsen hat. Hallo, wo fährst du denn mit der Alten hin? Die hat noch geredet. Du sollst sie nicht entführen. Aber wir können doch unser Abenteuer haben. Das ist eine Hohepriesterin, die möchte keinen Sex. Wer hat denn was davon hier geredet? Hier ist mal durchgenommen. Ist ja gut. Santissima Muertis, mein Fels, meine Feste, mein Erlöser. Nimm mich in die Arme, beschütz mich vor Stürmen und bring deinen Zorn über meine Feinde. Wir kennen ihren Zorn, Santera. Ganz ehrlich, nicht beeindruckend. Ich habe nichts verbrochen. Santa Muertis, mein Licht und mein Weg. Sie zu verehren ist nicht ungesetzlich. Nein, aber das Anwerben von Menschen in eine kriminelle Organisation schon. Über mich richte nur Gott und Santissima Muerte. Vielleicht im nächsten Leben. Sie wollen Absolution? Was wissen Sie über Sueño? Ich bin doch kein Judas. No te equivoques, niemals werde ich Bruder Sueño verraten. Nun, Menschen wie Sie behandelt man im Knast nicht gerade nett. Die werden Ihnen das Leben zur Hölle machen. Der Glaube lässt mich die Hölle überstehen. Hoffen wir, Ihr Glaube reicht. Denn Sie kennen noch nicht meine Hölle. Ich glaube, die wird ganz böse behandelt. Nomad, gute Arbeit. Du musst ein bisschen mit ist bekannt, wie die Sicarios reagieren? Sie fluchen, schreien und weinen. Das, was die ISL so abgefangen hat, deutet darauf hin, dass die Moral des Kartells echt am Boden ist. Tja, machen Sie weiter so. Bombenende. Das ist doch eine gute Nacht. Joa. Ja. Boah. Sollen wir die Folge was früher beenden? Joa? Ja, das ist doch jetzt gerade ein guter Abschnitt. Lass mal die Alte noch eben ausreden hier. Felis Festplatte gezogen haben, um El Cardinal als heuchlerisches Schwein zu entlarven. Einverstanden. Wann und wo? Hier sind die Koordinaten eines Dorfes in der Provinz Malca, wo wir uns treffen. Bomen Ende. Mhm. Gut, dann jetzt. Dann, ne, hier, Vater Unser und, das war's mit dieser Folge Ghost Weekend Wildlands. Ich kann gar nicht so stark lispeln. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ja, liked alle Videos. Bis dann. Ciao. Tschüss.